aus Guatemala. Ich bin hier gerade ziemlich zentral von Guatemala und mache heute eine Tour nach Semuc-Chompay, nennt sich der Ort. Es soll eine wunderschöne Naturbeckenanlage sein, die in allen möglichen Farben schimmert. Ich bin schon ganz gespannt. Transportiert dorthin werden wir mit einem Pickup hinten auf der Ladefläche. Schön klassisch und ja, tatsächlich ein sehr gutes Beintraining. Jetzt habe ich mich in Badeklamotten geschmissen, kletter hier gerade schöne Steinstufen durch den Dschungel und es geht zuallererst in eine Höhle. Jetzt gibt es eine kleine Kriegsbemalung noch, bevor wir in die Kirche, wollte ich schon sagen, in die Höhle gehen. Genau, wird bestimmt super. Ich sehe aus wie eine Katze, oder? Okay, kann das like this. Es ist einfach stockduster hier drin. Geht die ganze Zeit durch Wasser. Überall raus sind die Wasserfälle. Und ja, ich habe quasi nur meine kleine Kerze hier. Leute, ich fühle mich echt wie Catwoman auf einer geheimen Mission. Es ist stockduster hier drin. Ich bin nur mit meinem Kerzenlicht bewaffnet. Ich muss mich hier in der Höhle unter Wasser an Seilen langhangeln. Die ganze Zeit Wasserfälle über alles. Ist so eng, so lau. Es ist auf jeden Fall 100% Adventure hier drin. Ich hab's geschafft. Ich sehe Tageslicht. Mission completed. Endgegner besiegt. Auf zur nächsten Mission. Und weiter geht's zum nächsten Halt, einem Wasserfall. So, ich bin jetzt angekommen beim Wasserfall. Das Wasser ist mega für Kies. Da vorne seht ihr den Wasserfall. Jetzt gab es gerade richtig leckeres guatemaltekisches Mittagessen. Die Mamis haben gekocht und ja, gut gestärkt geht es jetzt weiter nach Semuc-Chompay, dem eigentlichen Ziel. Ich gehe mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Treppen steigen. Nach 5 Minuten bin ich schon wieder fix und fertig. Ich muss dringend mal meine Kondition verbessern. Das geht wirklich gar nicht klar. Der Guide hat gemeint, wir laufen jetzt ungefähr 30 Minuten nach oben. Und dann sind wir erstmal an einem schönen Aussichtspunkt. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Oh, ich habe es endlich geschafft. Die Luftfeuchtigkeit ist ja auch sehr hoch. Wie man an meinen Haaren schon wieder sieht, ich sehe aus wie ein Pudel. Aber ich bin jetzt wenigstens am Aussichtspunkt angekommen. Mir außerdem mal wieder absolut genau das richtige Schuhwerk ausgesucht. Ich latsche hier in Flipflops und in Bikini durch den Dschungel, aber okay, normal. Ich bin da, es ist auch mega schön hier. Ich drehe mal die Kamera für euch. Es ist wirklich super schön, türkisblaues Wasser, Wasserfall und lauter Becken, was man eben von oben schon gesehen hat. Oh, Zeit abzutauchen.
ein richtig, richtig toller Ausflug. Irgendwie sage ich jede Woche, oh Mann, das war jetzt irgendwie einer der schönsten Ausflüge. Aber der hier zählt definitiv zu den, ich würde mal sagen, Top 5. Vorbei ist die Badezeit, es war wirklich mega schön. Ich habe mich gefühlt wie im Paradies, in dem türkisblauen Wasser. Da sind überall kleine Fischchen rumgeschwommen, da sind Schmetterlinge rumgeflattert und die Wasserfälle haben gerauscht. Wirklich absoluter Wahnsinn. Aber ich habe jetzt auch richtig doll Kohldampf. Ich kriege immer so doll Hunger vom Rumschwimmen und Planschen und werde jetzt auch direkt ins Restaurant stolpern, wenn ich hier raus bin. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.